geht's hier? Kommt Verstärkung? Stimmt das? Natürlich, auch schwere Waffen. Herr Unteroffizier, heute Nacht sollen neue Waffen eingesetzt worden sein? So wie ich offiziellen Bescheid habe, wird's durchgegeben. Geht's bald los? Na klar. In Ordnung, Gab. Vetter, eine Pack dort in Stellung bringen, die zweite 300 Meter weiter hinten. Jawohl, Unteroffizier. Mit Truppe kämpfen ist gerade Wahnsinn. Die meisten sind nicht mal richtig ausgebildet. Werner, wir brauchen die Verbindung zum Regiment. Sie sollen uns selbst Fallerfetten schicken mit 7,5er Pack. Ich werde mit Wenert sprechen. Ja, Gilbert. Panzerschütze Holt, haben Sie mich verstanden? Jawohl, Unteroffizier. Drei Keller am Markt aussuchen. Mit Hinterausgang. MG in Stellung bringen. Panzerfäuste hinschaffen. Herr Unteroffizier, was wird denn nun aus uns? Wird hier wirklich gekämpft? Wir haben Befehle. Weg mit dem Gerümpel! Auf dem Schussfeld! Zweite Kompanie, befohlene Stellung ausgebaut. Danke. Wo ist der Kommandeur? Der Kommandeur hat den Gefechtsstand gewechselt. Und ich? Sie folgen mir den Gefechtsstand. Sie haben einen Offizier vor sich. Sind Sie wahnsinnig? Dann nimm dem Fahrer die Schlüssel ab. Was erlauben Sie sich? Ich befehle Ihnen... Der Kommandeur ist getürmt! Und du willst auch türmen, du feige Schwein! An die Laterne mit jedem, der türmen will! Winkler! Leutnant Wehnert, ich enthebe Sie Ihrer Befehlsgewalt. Ich nehme Sie fest. Sie werden sich zu verantworten haben! Lump! Winkler! Sie machen sich der Meuterei mitschuldig, wenn Sie... Vetter, leg ihn um. Jawohl, umlegen. Oder noch besser, Strick besorgen. Strick besorgen. Jawohl, Landoffizier. Winkler, so helfen Sie mir doch! Der Führer hat befohlen, wer den Tod in Ehren fürchtet, stirbt in Schande. Aber das ist doch nicht möglich. Um Gottes Willen! Nicht aufhängen! Wenn ich daran denke, wie der uns hat schleifen lassen. Aufhängen! Volzo! Ich bin Offizier! Hier soll SS in der Nähe sein, die räumen auf. Und wenn er türmt? Hier können wir nirgends einsperren. Narkotisieren. Und was wird aus dem Bataillon? Das Bataillon wird unter allen Umständen seinen Auftrag erfüllen. Das Bataillon hört auf mein Kommando. Ist doch sinnlos, weiter zu kämpfen. Wo ich befehle, wird gekämpft. Steh nicht rum, Holt. Stell die Verbindung zum Regiment her. Verbindung zum Regiment herstellen. Wir brauchen die Selbstfahrerfetten. Wie sollst du jetzt aus, ja? Auf 100 Kilometer Breite schlugen unsere tapferen Divisionen die an Menschen und Material weit überlegenen Bolschewisten ab. Feindliche Einbrüche südlich Frankfurt, beiderseits Selo und südlich Vriezen wurden in Gegenangriffen abgeriegelt. In den Mittagsstunden des gestrigen Tages traten die Amerikaner zum Angriff auf Magdeburg an.
In schweren Kämpfen konnte der Feind in Richtung auf die Elbe und auf Dessau Raum gewinnen, wurde jedoch beim Vordrängen gegen die Mulde südlich Dessau in schwungvollen Gegenangriffen zurückgeworfen. Tapferer Widerstand der Besatzung von Halle und entschlossene Abwehr unserer Truppen im Raum von Leipzig verhinderten den Feind am weiteren... Wir haben einen Kampfauftrag. Alles andere geht uns nichts an. Von Leipzig kam es zu Komm, Winkler. Kämpfen mit dem vom Westen, Süden und Osten angreifenden Feind, der nur wenig vorwärts kommen konnte. Sauf aus, Mann! Hallo! Nein. Ich glaube kaum, dass uns der Ivan hier mit starken Panzerkräften angreifen wird. Südlich Frankfurt? Beiderseits, Elo. Wenn sie zu uns kommen sollten, werden die Ersten in die Stadt hineingelassen. Alles getürmt. Schweine! Ich kümmere mich um die Selbstfallerfetten, sonst sind wir geliefert. Versuch's über Funk. Über Funk versuchen. Beeil dich! Hier ist Adler, hier ist Adler, hier ist Adler. Ich rufe Falke, ich rufe Falke, ich rufe Falke. Falke, bitte kommen. Hier Adler, hier Adler, hier Adler. Ich rufe Falke, ich rufe Falke, ich rufe Falke. Bitte kommen. Ist. Das haben andere, auch wenn sie sonst mit der Schnauze voran sind. Meinst du mich? Wen denn sonst? Klassenbuch ein. Diese unarische Frechheit, vielleicht an ihrer bisherigen Schule Sitte gewesen. Aber ich dulde sie nicht. Jetzt aber mal zackig. Setzen! Auf! Setzen! Wir waren beim völkischen Geschichtsbegriff. Ich, Herr Knapp. Wollt so. Nach vorn. Geschichte, das ist Krieg. Von 1469 vor bis 1930 nach Christi Geburt hat es nur 264 Jahre Frieden, aber 3100... Ich glaube, ich werde krank. Hör auf, den Wolzo herauszufordern. Du ziehst sowieso den Kürzeren. Du kennst ihn nicht. Das Reich gründet sich bewusst auf uralte mythische Vorstellungen und Kräfte des Reiches. Des Volkes! Des... Also. Das Reich gründet sich bewusst auf uralte mythische Vorstellungen und Kräfte des Volkes. Volksgemeinschaft, Arbeit, Führertum. Vier Uhr Radenfelsen, aber pünktlich. Ich warte nicht gerne. Was Besseres als Brügel fällt dir nicht ein. Was Schiss vor Paukern hast du? Ich hole mir jetzt den dritten Fahne.
Also Mut hat er ja, das muss man schon sagen. Jetzt bist du wohl am Ende, Wolzo, was? Hilbert, mach keinen Quatsch, der Mann schmeißt dich raus. Wer hat hier Schiss vor Paukern? Sie sind erledigt, Wolzo. Auch ohne Geständnis erledigt. Unsere Anstalt, die einmal vom strengen Geist des Lerneifers und Gehorsams regiert, durch sie jedoch wie durch einen Bacillus vergiftet wurde, mit Anarchie und Disziplinlosigkeit, was kein zweites Mal ihr Vater wird sanktionieren können, wird nun endgültig von ihnen befreit werden. Ich beglückwünsche mich zu diesem Erfolg. Nehmen Sie Ihre Tasche und verlassen Sie auf der Stelle das Schulhaus. Sie sind relegiert. Der Brief des Direktors folgt Ihnen auf dem Fuße. Moment. Der Brief des Direktors folgt Wolzo nicht auf dem Fuße. Wolzo ist es nicht gewesen. Ich war's. Wiese wird es bezeugen. Ja, halt was. Ich kann's bezeugen. Ach. Sieh mal an. Dabei ist dieses saubere Früchtchen heute Morgen wegen unarischer Frechheit getadelt worden. Das ist ja Scharlach. Der war auf dem Schulweg schon so komisch. Gilbert. Wie geht's, alter Krieger? Mensch, feudal hast du's hier. Wie im Offizierslazarett. Wenn du raus bist, komm mal bei mir vorbei, Werner. Ja, Gilbert. Wenn das klappt mit der Salpetersäure, dann mache ich Dynamit. Was willst du mit Dynamit? Na, Bomben bauen. Richtige Bomben. Nicht solche Knalldinger aus Schwarzpulver. Entschuldige schon, bitte schön. Ist vielleicht Post gekommen? Nein. 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 Keine Post. Warum schreibt er nicht? Mein Gott, vielleicht ist ihm etwas passiert. Ich halte es nicht mehr aus. Philipp. Philipp. Immer dasselbe Theater, seit Vater an der Ostfront ist. Und sowas nennt sich Offiziersfrau. Das wird Nina Wolzo. Die landet noch mal im Irrenhaus. Mensch, Dynamit. Da bleibt kein Stein auf dem anderen. Stell dir vor, du legst eine Bombe an die Penne. Dem Maß eine Bombe an den Arsch binden. Der hat mir schon wieder eine 5 verpasst, da darf ich gar nicht dran denken. Dann pauk doch mal ein bisschen Latein, Gilbert. Ich helfe dir dabei. Quatsch. Wozu brauche ich Latein? Aber du solltest mal Schlieffen lesen, mein Lieber. Schlieffens Kanne. Oder nein, zuerst Taschenbuch der Kriegsgeschichte in Stichworten mit strategischen und taktischen Anmerkungen sowie einem chronologischen Verzeichnis aller Gefechte, Schlachten und Scharmützel der Weltgeschichte samt der daran beteiligten Truppen. Au! Mist! Werner, ich habe mich erkundigt. Ab August können wir uns freiwillig melden. Wir werden Offiziere. Truppenführung ist das Schönste. Da stehst du am Kartentisch, Mütze auf dem Kopf und klopfst ganz lässig mit dem Rotstift auf die Karte hier. Ein Stoß setzt so an,
und einer so, dann gibst du Befehle. Dein Wort entscheidet die Schlacht. Kommst du mit zur Panzertruppe? Ja, Gilbert. Ich komm mit. Ihr Adler, ich rufe Falke, bitte kommen. Ihr Adler, ich rufe Falke, bitte kommen. Übrigens, dass du mich beim Mars rausgehauen hast, das vergesse ich dir nie. Wenn du mich jemals um etwas bittest, so erinnere mich an diese Stunde. Ich will ein Lump sein, wenn ich nicht alles für dich tue. Gilbert, wir wollen Freunde sein. Zwei alte Krieger wie uns trennt nur der Tod. Als ich Scharlach hatte, da habe ich mal von Ihnen geträumt. Ich gehe ins Wasser. Kommen Sie mit? Ich verderb mir bloß die Haare. Ich habe keine Badekappe. Es gibt einfach keine zu kaufen. Ich würde wer weiß was dafür geben. Ich besorge Ihnen eine. Darf ich mir dann etwas wünschen? Ich bringe Ihnen eine Badekappe und Sie... Sie müssen sich dafür küssen lassen. Ja oder nein? Wir bleiben immer zusammen. Vielleicht meinst du es wirklich so. Aber das werde ich mir nie einbilden, dass einer wie du es ernst meint. Ein Oberschüler und ein Fabrikmädchen? Das passt nicht zusammen. Ich führe dich in unseren Kreis ein. Soll einer ein Wort gegen dich sagen? Gilbert und ich prügeln jeden Windel weich. Und am Ende haltet ihr doch immer zusammen. Ihr in eurem Kreis. Ich stelle dich heute noch meinen Freunden vor. Kennst du den Meißner? Den Stammführer vom Streifendienst? Ja, der war bei uns auf der Penne. Und hast du von der Ruth Wagner mal was gehört? Ja, ich hab gehört, sie soll verunglückt sein. Na und? Na und? Aber vorher war sie noch bei mir. Sie war in anderen Umständen. Der Meißner hat dir Geld gegeben, sie soll sich wegmachen lassen. Er hat ihr wer weiß was angedroht, dass sie ganz verzweifelt war. Sie hat sich aus einem fahrenden Zug gestürzt. So war das mit dem Unglück. Dann hat der Vater einen Brief von ihr bekommen. Den hatte sie vorher in den Kasten gesteckt. Ihr Vater ist zum Bann gelaufen und hat Krach geschlagen. Er ist nicht wieder nach Hause gekommen. Niemand weiß, wo er jetzt ist. Siehst du? Und darum bin ich misstrauisch. Bei einem wie dir. Was hab ich mit dem Meißner zu schaffen? Du bist auch einer von denen. Mach dir nichts draus. Ich muss zum Arbeitsdienst. Morgen bin ich schon nicht mehr hier.
Mein Vater ist gefallen. Gilbert. Onkel Hans ist heute Nacht gekommen. Direkt aus Russland. Er ist nach Berlin kommandiert. Na, Soldat ist Soldat. Komm, ich stell dich Onkel Hans vor. Mein Freund Werner Holt. Sie haben die ganze Nacht gesoffen wie die Stinte. Gilberts Freund. Auf Philipps Gedächtnis. Knut! Sprechfrage regeln. Guten Offizier Knut! Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wo der Schreier abgeblieben ist. Herr Generalmajor, er ist heute Morgen zu seiner Frau vorausgefahren. Ah. Richtig. Sibylle, du musst dich fertig machen. Wir werden gleich fahren. Hast du gehört? Wagen sofort klar machen. Wir müssen erst noch wohin. Jawohl. Ab. Ich werde deine Mutter wegbringen. Da helfen nur noch Elektroschocks. Die sollen sie am besten drin behalten. Noch weitere Sorgen? Schule? Dumm oder faul? Natürlich faul. Mach dir nichts draus. Hm? Komm. Na denn, auf Philipps Gedächtnis. Sieht er das eine 08? Mensch, ne Parabellum. Si vis pacem parabellum. Ne glatte 1. Eine 765er Walter, die kenne ich noch nicht. Belgischer Browning. Gilbert, sag mal, kennst du eine Ruth Wagner? Mhm. Hast du auch schon von der Sache gehört? Na und? Wie stehst du dazu? Das geht mich nichts an. Ist dir wirklich egal, was dieser Meißner angerichtet hat? Das geht uns nichts an. Man müsste zur Polizei gehen. Polizei. Die werden sagen, das ist Hetze gegen die Partei. Der Meißner ist schließlich nicht irgendwer. Und die Gerechtigkeit? Es geht doch um Gerechtigkeit. Wir werden die Ruth Wagner rächen. Ein Quatsch werden wir, Mensch, du spinnst. Gilbert! Haben wir eine Ehre im Leibe? Ja oder nein?
Reg dich nicht auf. Das Weibsbild ist mir egal. Aber der Meißner. Weißt du, der war damals mein Gefolgschaftsführer bei der HJ und ich habe ihm vor versammelter Mannschaft gesagt, dass er ein militärisches Rindvieh ist. Der Meißner hat mir meine Karriere als HJ-Führer versaut. Da darf ich gar nicht dran denken. Schwamm drüber, in 8 Tagen rückt er zur SS ein. Und vorher verpassen wir ihm eine ordentliche Abreibung. Vorsicht, mein Lieber. Überfall auf einen HJ-Führer. Du weißt, was das heißt. Und dein Onkel? Kann er uns nicht notfalls? Nein. Als deutscher Offizier kann er sowas nicht dulden. Onkel Hans ist seit 30 in der NSDAP. Eine Abreibung wäre gar nicht so schlecht, aber wir müssten das schon ganz allein auf unsere Kappe nehmen. Er muss wissen, warum wir ihn verdreschen. Etwas Schriftliches. Ein Geständnis. Das lassen wir ihn unterschreiben. Hä? Gefällt dir der Browning? Hm? Kannst ihn behalten? Mensch, Gilbert! Was wollt ihr? Was wollt ihr von mir? Kannst du es lesen? Das wirst du erst einmal unterschreiben. Und wenn ich nicht unterschreibe? Du wirst unterschreiben. Du weißt, es gibt da eine Menge netter Sachen, wenn einer nicht will. Und wenn ich doch nicht unterschreibe? Dann bringen wir dich ein Stück in den Wald und knallen dich ab. Du hast Bedenkzeit. 3 Minuten. Und wenn er sich weigert? Der hat nicht die Nerven. Und wenn er doch nicht? Entweder er unterschreibt oder wir legen ihn um. Ich fingiere einen Selbstmord. Die Zeit ist um. Hast du es dir überlegt? Ich unterschreibe nicht. Und wenn ihr mich totschlagt! Jetzt ist Schluss. Nimm die Pistole weg. Hört auf! Hilfe! Los, unterschreib. Unterschreib. Ja, doch. Ich unterschreib. Nimm die Pistole weg. Nimm die Pistole weg! Erledigt. Die dritte Pack kommt auf den Hügel, die vierte in die Stadt. Dritte Hügel, vierte Stadt. Hier Adler, hier Adler, hier Adler. Ich rufe Falke, ich rufe Falke, ich rufe Falke. Bitte kommen. Ab! Wenn er Theater macht, knallst du ihn ab. Klar? Klar. Hier Adler, hier Adler, hier Adler. Ich rufe Falke, ich rufe Falke, ich rufe Falke. Bitte kommen. Ich gebe was drum, wenn ich dein Freund sein könnte. Aber da muss man wohl sein wie der Wolzow. Ich war immer der Schwächste. Ich habe immer gedacht, meine Waffe ist der Geist. Naja, ich bin der Klassenprimus. Aber das könntest du auch sein. Ich habe mal bei Nietzsche gelesen, unser Glaube an andere verrät,
worin wir gerne an uns selber glauben möchten. Unsere Sehnsucht nach einem Freunde ist unser Verräter. Wir können ja Freunde sein. Spiel weiter, Peter. Du hast dich in letzter Zeit vervollkommnet. Aber es wäre uns lieber, wenn du weniger Klavier spielen und fleißiger trainieren würdest. Es ist uns sehr unangenehm, dass du für den Flak-Dienst untauglich bist. Herr Holt, vielleicht können Sie Peter ein wenig mitreißen. Ein Junge wie Sie wäre ein Freund für ihn. Mein Mann wünscht, dass Peter unter allen Umständen wehrdiensttauglich wird. Tauchen Sie ihn mal im Wasser unter und hetzen Sie ihn mit Ihren Freunden herum. Das wird ihm gut tun. In Zeiten, in denen nicht der Geist, sondern die Faust entscheidet, ist das Einpumpen sogenannter Weisheit völlig überflüssig. Der Führer verlangt, den jungen Leib zu stählen und hart zu machen, auf dass ihn das Leben nicht zu weich finden möge. Ich bin ganz allein in der Stadt. Sonst habe ich keinen Menschen. Warum leben Sie nicht bei Ihren Eltern? Meine Eltern sind geschieden. Und bei meiner Mutter wollte ich nicht länger bleiben. Aber sie schickt mir jeden Monat Geld. Und mein Vater... Wollen Sie nicht darüber sprechen? Doch. Mein Vater war Professor an der Universität. Jetzt ist er Lebensmittelprüfer. Ach. Das heißt, er ist politisch unzuverlässig. Mein Vater sollte einen kriegswichtigen Auftrag übernehmen. Da hat er sich geweigert. Meine Mutter hat sich dann von ihm scheiden lassen. Ich glaube deswegen. Jedenfalls scheint Ihr Vater Charakter zu haben. Wie meinen Sie das? Einberufung ist da! Es geht los! Endlich! Fräulein Barnim! Fräulein Barnim! Was fällt Ihnen ein? Auch Ihnen ist es nicht erlaubt, unangemeldet hier einzudringen. So warten Sie doch! Heidi, 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 in Scherben, ich stehe für zwei. Und geht's ans Sterben? Ich bin dabei!